Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiele und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. Ja, nachdem wir die südlichen Bereiche der Goldtal-Umgebung hinter uns gebracht haben, sind wir nach Goldtal zurückgekehrt, um dem Schmied sein Zeug zurückzugeben und Kalishas Schwester ihre Medizin zu bringen. Danach wollen wir in den Eotas-Tempel. Aber natürlich wollen wir erst einmal rasten. Nachdem wir ein paar Mal jetzt in der Pampa gerastet haben, Absolutely. ist das sicherlich wohltuend. Wie viele Rastvorräte haben wir noch? Wir haben sogar immer noch 4 von 4. Haben hier Tränke. Und das ist ein kleiner Erholungstrank. Können wir auch Idee geben. Good day, stranger. Ich hätte gerne ein Zimmer. Plus 1 Wahrnehmung und 1 Mechanik. Oder nehmen wir zweimal plus 2 Entschlossenheit. Nehmen wir plus 2 Entschlossenheit. Schönes, gemütliches Lagerfeuer. Und wieder raus hier. Jetzt gehen wir zuerst zum Schmied, weil wir auch Zeug loswerden wollen beim Schmied. Good day, Stranger. Ah, du bist zurückgekommen. Kann ich dir mit etwas helfen? Die Kiste übergeben. Ich habe die Lieferung gefunden, auf die du gewartet hast. Tantal streckt die Hände nach der Kiste auf und hebt sie mühelos auf den Tresen. Ein breites Grinsen zieht ihm übers Gesicht. Na, das hast du tatsächlich. Das sind ja hervorragende Neuigkeiten. Endlich können wir wieder an die Arbeit gehen und dir zeigen, was Schwarzhammer Qualität bedeutet. Nicht diese leichten Schwertchen da. Gegenstand verloren, Frachtkiste, Erfahrung erhalten. Hier ein kleiner Vorgeschmack für dich. Er duckt sich unter dem Tresen und kommt mit einem schweren Holzschild in der Hand wieder hoch. Großartiges Material stand dafür nicht zur Verfügung, aber es ist immer noch Schwarzhammer Handwerkskunst. Nimm das doch ruhig schon mal. Du hast einen Gegenstand erhalten, Speisekammertür. Yo. Und hier auch noch mal ein paar Münzen für deine Unannehmlichkeiten. Dein zufriedener Gesichtsausdruck verdüstert sich. Hast du jemanden beim Wagen gefunden? Der Wagen wurde von Banditen erbeutet. Ich bezweifle, dass deine Leute überlebt haben. Tantana schüttelt den Kopf und fährt sich mit einer Hand über seinen kahlen Schädel. Die armen Kerle, ich sagte ihnen immer, zu ein paar Wachen anzuwerben, anstatt sich das Geld dafür in die eigenen Taschen zu stecken. Er seufzt. Ich werde noch mehr Helfer einstellen müssen. Du möchtest dich nicht zufällig in Goldtal niederlassen und es mit Auslieferungen probieren? Er lächelt schwach. Vielen Dank für deine Unterstützung, Freunde. Gib mir ein bisschen Zeit am Schmiedefeuer, dann kannst du dir eine Waffe aus der nächsten Produktion aussuchen. Ja, und damit haben wir die Schmiedeslieferung abgeschlossen. Ich brachte Tuantano seine verschwundene Lieferung zurück. Er freute sich darüber, bedauerte aber den Verlust seiner Arbeiter. Er versprach mir, Zugang zu besseren Waren zu verschaffen, da er nun die dafür erforderlichen Ressourcen habe. Können wir gleich mal Hallo. gucken. Tontano lächelt dich an. Es freut mich immer, ein freundliches Gesicht zu sehen. Ich hoffe, das Tal ist nett zu dir. Wir haben großen Nutzen aus den Vorräten gezogen, die du uns gebracht hast. Einige meiner besten Arbeiten. Wenn du mal unsere Spezialabteilung sehen möchtest, brauchst du es nur zu sagen. Ja, erstmal wollte ich nach der Speisekammertür gucken. Schlagen 2. Gewehrtalent Schlagen. Man kann sogar noch die Qualität verbessern. Behalte ich das Ding selber. Ist halt ein großer Schild mit Schlagen 2, der aber ansonsten nichts kann. Oder gebe ich es in der? Weil das Ding sieht halt auch echt komisch aus, die Speisekammertür. Ich benutze ihn mal.
I'm here. Jetzt kann ich schlagen. Ist das irgendwo? Nö. Okay, ich greife einfach nur mit dem Schild mit an. Okay. Hail, Traveler. Wird deine Waren gerne sehen. Gut. Ja, jetzt hat er solche Sachen wie Jenas Lanze, die Schutzmauer ist eine Art Ballast. Guter Kampfstab, guter Säbel. Guter mittlerer Schild. Ich finde es lustig, dass da Dreiecksschild steht. Es ist eigentlich ein Rundschild. Ich glaube, das ist auch noch ein Übersetzungsfehler, der einfach ignoriert wurde. Ja, Fellrüstungen. Hier sind ein paar Sachen. Abwehrringe und so. Abstumpfender Gürtel. Schadensreduktionsbonus für Stich und Hieb ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Umhang des Entzugs. Und ansonsten ja Rastvorräte, wenn wir bräuchten. Und einmal pro Ruhephase könnten wir hiermit ein Animat beschwören, aber das wäre auch nicht mal so verkehrt. Ich nehme mal all deine Dietriche. Einfach weil Dietriche immer gut zu gebrauchen sind. Und jetzt verkaufen wir mal Zeug. Nach Typ bitte. Also, Beile werden wir sicher keine brauchen. Dolche auch nicht. Kleine Schilde und die ganzen Holzschilde hier werden wir auch nicht brauchen. Ich werde einen von den Metallschilden behalten. Einen Jagdbogen. Xaurib-Kampfstab. Keule kann weg. Kriegsbogen, Mordaxt werde ich alles erstmal behalten. Xaurib-Speere können weg. Zwei Stäbe können weg. Da ich einen guten Zweihänder habe, können die normalen Zweihänder weg, aber auch der Kriegsbogen hier kann weg. So, rüstungsmäßig. Fellrüstungen brauchen wir überhaupt nicht. Einfache Kleidung genauso wenig. Dürrwaldkleidung brauchen wir auch nicht. Ich werde ein Gambason. So, das Zeug behalten. Die ganzen Kettenhauben und so brauchen wir nicht. Zutaten und so wollen wir behalten. Wobei, das sind alles Verbrauchsgegenstände. Ja, Goldholzpriem. Rieselschwamm ist ein Rauschmittel. Oder was Goldholzpriem, was ein Rauschmittel ist. Ich kann sogar Reis kauen. Aber gut, Keilerfell und Wolfspelze können weg. Und Fackeln brauche ich ehrlich gesagt auch nur eine. Notizen und Bücher und so, das würde ich ungern verkaufen. Und Zutaten werde ich eh nicht verkaufen. So. Gehandelt und fertig. I'm here. Dann mal wieder raus hier. Werden wir jetzt von Kolsk schon angesprochen oder kommt er erst, wenn wir bei Kalishas Schwester waren? Werden wir gleich sehen. Da kommt Kolsk. Halt, meine Dame, auf ein kurzes Wort. Ein verhüllter Mann in einem grünen Umhang wartet an der Straße auf dich. Als du dich näherst, geht er auf dich zu und auf kürzere Entfernung erkennst du die Gesichtszüge eines jüngeren Mannes, die aber von Erschöpfung gezeichnet sind. Er scheint sich beim Gehen auf sein linkes Bein zu stützen und unterhalb des Knies findet sich auf dem Stoff seiner Hose ein dunkler Fleck. Trotzdem begrüßt er dich mit einer höflichen Verbeugung. Ich könnte mir vorstellen, dass Tuantado wegen der Rückgabe seiner Vorräte sehr dankbar war. Er ist ein guter Schmied und ein guter Mann auch dazu, wohl einem grausamen Herr verpflichtet, aber er ist ein guter Mann. Goldheim ist voll mit solchen Leuten, die Besseres verdient haben, als dabei zusehen zu müssen, wie ihre Heimat in einen Strudel aus Angst und Wahnsinn hineingezogen wird. Er wendet sich ab, um über das Dorf zu schauen.
Ich beabsichtige, sie zu retten und ich möchte dich dabei um deine Hilfe bitten. Wer bist du? Nur ein Mann, der dazu entschlossen ist, Goldtar seinen frühen Glanz wiederzugeben. Es gab eine Zeit, Fremde, in der Goldtar seinen Namen alle Ehre machte. Der Weißen auf den Hügeln glänzte Gülden und die Dörfler führten ein gutes Leben. Von goldenen Fellfrüchten weiß ich nicht, aber es gab dort jedenfalls weniger Fliegen. Was ist jetzt daraus geworden? Was auch immer die Fäule über unsere Lande gezogen hat, ihre Bewohner sind gewiss nicht daran schuld. Bennett bestraft uns für Verbrechen, die wir nicht begangen haben, und im Gegenzug ist er blind für seine eigenen. Ich bin es nicht und er wird für seine Taten bezahlen. Das schwöre ich, Kolsk bei der Flamme. Wie viele andere Tyrannen hat er sich aus Angst vor Vergeltung mit stärkeren Männern und Frauen umgeben? Der Mann lächelte. Und hiermit bist du also gewarnt. Solltest du trotzdem weitergehen wollen, so frage ich mich, ob wir nicht einander helfen könnten. vielleicht könntest du mit mir kommen. Ich wünschte sehr, dass ich das könnte, aber ich würde dich nur zusätzlich behindern. Bevor er fiel, trieb mir einer von Redricks Speichelleckern einen Dolch ins Bein. Möge er im nächsten Leben nicht halb so viel Glück haben. Er schaut auf seine Wunde hinab, aber es ist nicht das Bein, das mich schmerzt. Redricks Verteidigungsstellungen haben zu viele Männer gekostet. Das ist auch der Grund, weshalb ich dich jetzt um Unterstützung bitte. Was genau soll ich für dich tun? Der Mann nickt und steht noch ein bisschen gerade. Ich muss dich um eine grausame Tat bitten, aber seid ihr sicher, es gibt keinen anderen Weg. Fürst Redrick muss aufgehalten werden. Zu lange hat Goldtal unter Redricks Wahnsinn gelitten. Er würde Weitwinds Vermächtnis dadurch ausmerzen, indem er dafür sorgt, dass es im Lauf keine Lebenden mehr gibt, die darunter leiden könnten. Ich fürchte um das Leben seiner eigenen Ehefrau Ygritte, denn dieser Mann kennt keine Gnade. Wir sind nicht untätig gewesen, mit der Absicht, Redricks Herrschaft mit eigenen Händen zu beenden, durchbrachen meine Leute und ich die Verteidigungsstellungen. Im Schutze der Dunkelheit drangen wir durch die Abwasserkanäle ein, aber wir wurden vernichtend geschlagen. Sein Gesicht verdunkelt sich. Dort unten im Kerker gibt es finstere Kreaturen, das Werk von Redricks Beseelerin. Das obliegt deiner Verantwortung. Redrick hat zusätzliche Verstärkung angefordert. Und schon bald wird er unaufhaltsam sein und läuft die Zeit davon. Und in dieser Stunde muss ich überall, wo ich kann, um Hilfe flehen. Wenn das hier vorbei ist, würde uns mehr schulden als nur ein paar schuttbedeckte Flecken Land. Stürze ihn von den Wellen oder hau ihm den Kopf von den Schultern. Das ist mir gleichgültig. Sobald sein Thron leer ist, wird Goldtar die Führung bekommen, die sie verdient hat. Ja, sagen wir mal, ich werde Redrick finden und mich um ihn kümmern. Dann rühme ich deine Tapferkeit und danke für deine Unterstützung. Ohne gebührende Warnung aber würde ich dich nicht losschicken. Redricks Festung ist voller Soldaten und Söldner, die alle Redrick Gefolgschaft geschworen haben. Mit Eindringlingen werden sie nicht zimperlich umgehen. Ehrlich gesagt werden sie aufgrund unserer gescheiten Bemühungen jetzt noch wachsamer sein. Ein Frontalangriff wäre nicht sehr klug. Wenn du kühn genug bist, könntest du unserem Weg folgen und den Eingang zum Abwasserkanal suchen, der am östlichen Rand des Burggrabens liegt. Er schaut weg. Mehrere meiner Männer wurden aber dabei geschnappt, daher könnte es gut sein, dass der Eingang gefunden und neu versiegelt wurde. Diese Männer standen unter meinem Befehl. Wenn du ihnen irgendwie helfen könntest, würde ich in deiner Schuld stehen. Suche meinen alten Freund Netmar auf, sobald du ins Innere geschafft hast. Er ist der hohe Priester von Beraf, nachdem der strahlende Gott gefallen ist. Ein guter Mann in einer schwierigen Lage, er wird mit sich reden lassen. Du uns gluckst und erstickt fast an seiner eigenen Verachtung. Strahlender Gott. Er leuchtete niemals so hell, wie als er von der Bombe verzehrt wurde. Dieser Spitzname ist jetzt also veraltet, denn Asche strahlt nicht. Tu uns, das ist gar so, als würde dich jemand einen attraktiven Priester heißen. Ja. Netmar kann dir helfen, Redrick zu erreichen, aber er lebt im oberen Teil von Redricks Festung, die von Wächtern und Söldnern beschützt wird. Wenn du ihn erreichen willst, ohne die gesamte Festung zu alarmieren, wirst du dich an die Schatten halten müssen. Nun gut, ich ziehe los. Vielen Dank für deinen Rat. Ich werde ihn gut zu verwenden wissen. Ich werde meinen eigenen Weg finden. Macht mir Spaß, so unnötigerweise Ressourcen zu verschwenden. Ergibt keinen Sinn. Ich werde an deinen Rat denken. Ja, nehmen wir das Letzte. Gesprochen wie ein wahrer Taktiker. Halte all deine Sinne beisammen, dann wirst du sicherlich den Sieg davon tragen. Du wirst Redricksburg im Osten finden, jenseits des Esternwalds. Ich warte auf die Nachricht von deinem Erfolg. Ja, der Fürst des Ödlands. Und da ist Kolz weg.
Wir sind immer noch wohltätig eins, diplomatisch eins. Nee. Fürst des Ödlands. Goldhain wird von Re Fürst Rendrik beherrscht, der in der Burg jenseits des Estermanns lebt. Da der als Weidwinds Vermächtnis bekannte Fluch den Dürrwald fest im Griff hat, griff er zur Ausmerzung der Ursache zu brutalen Maßnahmen. Letztere haben ihm Feinde eingebracht, von denen ihn viele nun gern seiner Macht berauben würden.